ich doch. Hallo. Hä? Wo ist er hin? Ist jetzt despawned? Da holen wir uns. Wie, was? Warum sind wir jetzt zurück? Hier spricht Temple. Stellvertretender Chief Engineer. Ich kam hier runter, weil ich Dr. Elizabeth Cross suchte, aber sie ist nicht hier. Eigentlich ist überhaupt niemand hier, nur noch mehr dieser organischen Scheiße. Ich gehe jetzt weiter zum Schürfdeck. Das ist so ziemlich der einzige Ort, an dem ich noch nicht nachgesehen habe. Diese organische Scheiße. Tipsi, tipsi, tapsi, tipsi, tapsi. So, warum soll ich denn jetzt hier lang? Verstehe ich doch nicht. Warum? Ne, seid ihr doch hier drin, oder? Weiter nach oben, ja. Okay. Die Luft dünn. So, jetzt würde mich mal interessieren, wenn ich jetzt da mein Schiff. Da, guck mal, da. Was? Schau mal. Das Ding ist in der Luft. Das ist auch nicht schlecht. Und weg ist es. Jump the fuck up. Really, eh? Nein. Scheiße. Oh, zu langsam. Ach, so ein Mist. Oh, wie? Wo denn, wer denn? Stars Attack. Jetzt kannst du mir bitte nochmal sagen, wo du hin möchtest. Okay. Schlimm, dass du hörst mich. Ja, das ist ja... Da ist er. Da ist er ja, der Bub. So. Ja.
Liste, Isaac. Die Atmosphärensteuerung hat einen Schalter, mit dem du das Sauerstoffmagazin neu starten kannst. Sobald die Luft sauber ist, kannst du das Lebensmittel lagern. Isaac, ich habe mir diese Berichte durchgelesen. Die Crew fing an, Massenhalluzinationen zu haben und jetzt... Naja, ich dachte eben, ich hätte meinen Bruder auf einem Sicherheitsmonitor gesehen, aber das ist völlig unmöglich. Ende der Schwerelosigkeit. So, jetzt bitte lass mich nicht wieder zurücklaufen, um dann festzustellen, ich muss nochmal hierher. Ihr seht alle, wo der Weg jetzt lang geht. Wenn ich nochmal umdrehen muss, ist jetzt nicht meine Schuld. Diesmal nicht. Komitee. Und Sauerstoffsättigung werden wiederhergestellt. Ha. Abschottung des Lebensmittellagers aufgehoben. So, dann werden wir mal gucken, was sich oder wer sich im Lebensmittellager verbirgt. So, aber als erstes, wir haben gesagt, wir gucken nochmal in den Shop. Und wir wollen ein paar Credits ausgeben. Und zwar für Anzug Level 3. Gönnung, Freunde. Gönnung. Schauen wir mal, wie der aussieht. Schön. Schön, schön, schön. Der sieht doch cool aus. Okay. So. 136.000 immer noch. Ordentlich Kohle. Ich würde mal sagen... Stück. So. Und dann gehe ich nochmal hier schnell an die Workbench. So. Wie weit wollen wir denn beim Rig kommen? Beim Rig bräuchten wir 5 Stück. Machen wir das mal. Der Knoten ist so bitter, ey. Aber jetzt will ich es machen. So, nice. Oh nein, jetzt haben wir einmal Luft. Shit. Okay, also wir haben noch 4 Stück. Ich würde sagen, wir hauen es ins Impulsgewehr rein. Nochmal. Nachladen. Damn, nice. Ich finde, wir haben schon mal gut investiert jetzt erstmal. Schauen wir mal kurz, wie viel jetzt. 100. Okay. Wir haben ein bisschen mehr Damage, das ist auch ganz geil. Kann ein bisschen mehr Moon tragen, auch super.
Okay. Dann schauen wir mal. Logbuch der Hydrostation. Hier spricht Dr. Cross. Ich kann kaum glauben, was ich hier sehe. Das ist verrückt, total verrückt. Ich werde jetzt zum Schürfdeck gehen. Angeblich kommen alle Überlebenden dorthin. Jacob, ich warte da auf dich. Okay. Okay, das wird erstmal nix. Unbekanntes Antigen ins Filtersystem injiziert. Das gefällt euch nicht, oder? Verdammt! Das Gift war nicht stark genug. Es lebt immer noch. Rein da und mach es unschädlich, bevor es das ganze Schiff kontaminiert. Alles klar. Eintritt Schwerelosigkeit. Schnullernäschen. Isaac, du hast es geschafft. Hammond, hören Sie? Die Sauerstoffsättigung normalisiert sich. Puh. Er ist schon wieder verschwunden. Kein Zeichen seiner Rick. Dann müssen wir wohl ran. Ich habe einen Plan, der uns von diesem Schiff runterbringt. Ich habe einen SOS-Sender auf dem Schürfdeck lokalisiert. Wenn wir da runterkommen und ihn aktivieren, können wir vielleicht einen Notruf absetzen. Okay, cool. Oh Gott. Keine Ahnung, wie lange die Tür noch halten wird. Ende der Schwerelosigkeit. Ja. Jetzt haben wir aber ihn rausgehauen hier. So, und back to the monorail, back to the monorail. So, tschüss Francesco Mutti. Großartig, einfach großartig. So, zack. Fahrstuhl. Boah, also ihr seht, das kracht hier schon nonstop in diesem Spiel. Ich komme einfach nicht wirklich dazu, hier großartig was zu sagen oder was zu kommentieren, weil man so drin ist in diesem Spiel, ja, und halt einfach mit angehaltenem Atem da sitzt und oh Gott, oh Gott, oh Gott. Von daher, hey. Wie gesagt, ein etwas ruhiges Let's Play von meiner Seite aus.
So. Monorail. Like a dove.